Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir stehen hier mit Millimack in Limlock mal wieder. Wir haben ja mit dem Epos überhaupt erstmal hier die Quellen des Langflut betreten. Wir waren vorher aber schon mal hier in Limlock und haben ein bisschen gequestet und sind dann aber mit dem Epos auch nochmal hierher gekommen. Und ja, Gloin möchte gerne mit uns reden. Denn wir haben auch noch von unserem ersten Besuch eine ganze Menge Aufgaben hier und vielleicht kriegen wir ja jetzt noch mehr hier. Ich bin besorgt darüber, dass nun Gorga, der Bruder von Marzok, die Herrschaft über Gundabad an sich gerissen hat. Aber versteht mich nicht falsch, ich fürchte ihn nicht. Seine Familie hat Durins Volk wieder und wieder Schwierigkeiten gemacht, aber letztlich haben stets wir triumphiert. Wir müssen Gorga nicht völlig unvorbereitet entgegentreten und wir wissen nun, was zu tun ist. Wir müssen Durin in Skarhald und König Thorin am einsamen Berg über den neuen Fürst von Gundabad informieren. Genau für so eine Situation habe ich Briefraben mit auf die Reise genommen. Ach echt? Wo denn bitte? Millimack, auch wenn mir nicht bewusst war, was für eine Art noch Nachricht sie überbringen würden? Egal. Könntet ihr Runerik um etwas Papier bitten, damit ich die Nachricht verfassen kann? Ich habe zwar die Vögel mitgenommen, aber mein Papier habe ich leider vergessen. Sprecht mit Runerik Knotbart in Limlock. Das dürfte nicht so schwer sein. Ich weiß nicht, wieso euer Freund wegen dieses Orks so besorgt ist, den sie Gorga den Schonungslosen nennen. Ein Ork ist doch wie der andere. Zumindest ist das meine Erfahrung und die meines Volkes. Aber ich habe sicher etwas Papier übrig, wenn er sich so sehr fürchtet und unbedingt seine Nachricht verschicken will. Bei der Auftragstafel befindet sich eine Kiste mit Papier. Die Leute benutzen es, um Bitten oder Nachrichten an der Tafel zu hinterlassen. Ihr könnt ihm etwas Papier aus der Kiste geben, wenn es denn sein muss. Okay, was für krasse Aufgaben wir hier zu erfüllen haben. Wir haben ansonsten noch andere Aufgaben, wie gesagt, wir sollen sowieso nochmal in den nächsten Ort reisen, das machen wir auch irgendwann nochmal. Ja, die Auftragstafel ist hier, ne? Genau. Und wir sollen Honig sammeln und Bienen bekämpfen und einige verschiedene Arten von Wölfen besiegen. Naja, und so weiter und so weiter. Wir sollten auch nochmal diese Höhle mit den Fledermäusen, die Speere da rausholen. Ja, einiges halt. Ihr nehmt etwas geeignetes Papier aus der Kiste, lasst aber auch noch etwas für die Bewohner übrig. Oh, wir sind so toll. Findet Gloin und seinen Raben in der Mitte von Limlock. Warum sind hier auf einmal so viele Leute? Ah, hier hat er seine Raben. Gloin macht seine Raben bereit und hat dadurch einige Schaulustige angelockt. Ah, die sind prima, danke. Ich muss mir gut überlegen, wie ich diese Nachricht verfasse und sie dann auf jedes dieser Papierstücke schreiben. Gloin schaut mit unverhohlener Verärgerung auf. Ich muss mich konzentrieren und dieses Kind löchert mich mit Fragen, seit ich hier angefangen habe. Ja, ich habe es euch auch doch schon einmal gesagt. Das hier ist Vaka und das hier ist Telgia. Ihre Namen bedeuten Wachsamkeit und Schnitter. Wenn ihr es denn unbedingt wissen müsst. Gloin ringt um Fassung und wendet sich wieder euch zu. Und der hier heißt Hiala. Was so viel wie Geplapper bedeutet. Er und dieses Beorninger-Kind haben eine Menge gemeinsam. Könnt ihr euch bitte um das Kind kümmern, während ich die Nachrichten vorbereite, Millimack? Ich muss nachdenken und diese ständigen Fragen sind dabei nicht gerade förderlich. Sprecht mit Wieder. Fliegen Sie sehr hoch und woher wissen Sie, wohin Sie fliegen müssen? Was ist die längste Strecke, die Sie bisher zurückgelegt haben? Wiederholt kurz Luft und ihr nutzt die Gelegenheit, um eine Frage zu stellen. Ihr denkt kurz darüber nach, ob ich irgendwelche Aufgaben habe, um die ich mich kümmern muss? Nun ja, schon. Ich bin schließlich fast ein erwachsener Mann und Mutter sagt, dass ich einmal die Woche außerhalb von Limlock Ausschau nach Verdächtigen halten muss. Das werde ich jetzt machen. Würdet ihr das bitte sagen? Ihr habt sie doch schon kennengelernt, oder? Sie heißt Irsa.
Gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg, aber ich will mehr über die Raben wissen, wenn ich zurück bin. Sprecht mit Irsa, Speermaid in Limlock. Aha, das ist also der Sohn vom Chef, denn Irsa hat nämlich zu dem Chef gesagt, mein Mann oder mein Liebster oder irgendwie sowas. Gut, dann reden wir eben mit Irsa. Wo war sie? Da vorne. Für die haben wir sowieso noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Ich habe Vida gesagt, dass er weitere Aufgaben im Dorf übernehmen muss, je älter er wird. Ja, das stimmt. Ich habe Vida gesagt, er muss weitere Pflichten im Dorf übernehmen, wenn er zum Mann wird. Dazu gehört auch das Auskundschaften der Wildnis von Limlock. Aber ich hätte nicht erwartet, dass er damit ausgerechnet nach einem Angriff eines Überfalls der Orks anfängt. Er war immer schon ein mutiger Junge. Da hätte ich wohl damit rechnen müssen. Vielleicht könnt ihr eine besorgte Mutter beruhigen, indem er ihn auf seine Patrouille sucht und aufpasst, dass ihm nichts zustößt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Es gibt drei Orte, die er gerne auskundschaftet. Südöstlich, südlich und südwestlich vom Dorf. Sucht wieder an einem dieser Orte und beschützt ihn. Und ich werde euch eure gütige Hilfe nicht vergessen. Und so ist er auch euren Zwergen aus dem Weg, was sie gewiss begrüßen wird. Vida hat immer so viele Fragen. Sprecht mit Vida an einem seiner drei liebsten Beobachtungsplätze. Sprechen ist okay. Beschützen möchte ich dich nicht. Oh, er hat sich zu einem kleinen Bärchen gemacht. Wie süß. Das Bärenjunge schnaubt in eure Richtung, aber euch ist nicht ganz klar, was es euch damit sagen will. Ob das Vida ist, ihr hofft es. Zu eurem und seinem Wohl. Kämpft an der Seite des Bärenjungen. Ich wollte nicht kämpfen. So. Schnopp, schnopp, alles drin. Wäre sonst noch irgendwas Schönes? Was ist das hier eigentlich? Ah, auch nicht schlecht. So, ich denke, wir können. Ach, Orkse. Noch mehr Ochse. Das Bärenjunge eilt triumphierend davon. Mhm. Sprecht mit Irsa Speermaid. Okay, das haben wir. Bezwingt Gundabad Leittiere und so weiter. Aber war hier nicht auch irgendwo diese Höhle? Ich glaube, wir gucken mal, was hier sonst noch so in unseren Aufgaben steht. Amboss, Fest, Mission, interessiert uns alles nicht so sehr. Das ist dieses ganze Helfen, Helfen, Helfen. Sammelt Speere, genau. Dann will ich das hier mal wegmachen und dafür das hier hin. Und ja, Waage sind Waage sind Waage, würde ich sagen. Okay, gut, die Waage sind nach wie vor die nächsten. Dann gehen wir da eben als nächstes hin. So, das sind sie hier, Leittier und der Rest. So, dann komm mal her. Vielleicht können wir die ja irgendwie alle, genau, betäuben. Wir kämpfen sowieso, aber vor allem erstmal betäuben. Ja, wir sollen ja grundsätzlich auch nochmal in irgendeinem Ort Waage besiegen. Ich hoffe einfach mal, dass die hier mit dazu zählen. Ich befürchte aber nicht, weil ich glaube, wir sind nicht an diesem Ort. So, Nummer 1. Davon gibt es hier bestimmt noch mehr, oder? Von diesen Gruppen? Ich
Ich meine, ich hätte hier mal so zwei, drei rumziehen sehen. Na, wie viele haben wir jetzt getriggert? Zum Glück nur die drei. Ich glaube, wir brauchen noch eine Gruppe. Na, wir brauchen noch ein Leittier und wir brauchen, glaube ich, noch zwei von den anderen. Das heißt, wir brauchen noch genau eine Gruppe, weil wir brauchen noch insgesamt 9 Waage hier überhaupt. Wir hätten die mal alle hier machen sollen. Naja, egal. Ich weiß nicht, ob ich die Aufgabe habe. Ich mache mich hier einfach mal an den Boss. Vielleicht klappt es ja. Also, was heißt vielleicht? Der ist ja schon so gut wie hin. Ich glaube, das gibt aber ziemlich dicke Erfahrungspunkte, sowas immer. Oder auch einfach nicht. Na gut, mir fehlt nach wie vor noch so eine Gruppe. Vielleicht ist die da unten ja wieder gespawnt. Da bewegen sich auf jeden Fall 3. Vielleicht sind die das ja. Genau, hier ist schon mal das Leittier. Komm her, du. Was sind die anderen? Da kommen sie hinterher gerannt. Ha. So, dann haben wir den und dann haben wir die hier auch gleich noch. Naja, wir müssen nicht gegen mehr kämpfen als notwendig, finde ich. Jetzt heißt es wahrscheinlich, wir sollen den Boss besiegen oder sowas Tolles. Okay, super. Na dann, sammelt Honig. Alles klar, wie weit ist denn der Honig von hier? Wo sind wir überhaupt? Hier. Ah, hier ist der Honig. Alles klar, und hier ist die Höhle mit den Fledermäusen. Gut. So, wir sind hier im Wald. Hier drüben blinzelt uns schon der Honig an. Oh, eine kleine Biene. Ich hätte gedacht, es wird wieder so ein Riesenvieh. Aber die sind ja richtig niedlich. Cool. Aber warum werde ich denn hier immer noch so gepiesackt? Mach das weg. Sehr schön. Okay, Prinzip verstanden. Wir werden uns hier am Honig gütlich tun und jedes Mal noch so ein Bienchen dabei besiegen. Äste, Honig, Biene. Honigbiene. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass wir noch ins momentane Endlevel kommen, bevor es wieder 10 Level weitergeht. Hier fehlt ja nur noch ein winziges Stückchen. Ich denke mal, wenn wir diese Aufgaben hier alle gemacht haben und das alles abgeben, dann haben wir das wahrscheinlich. Dann sind wir 128, dann sind es nur noch 2 Level, die mir fehlen, bis wir im aktuellen Endlevel von 130 sind. Ich habe eine ganze Menge Klamotten eingesammelt in letzter Zeit, die alle so für 130 sind, die ich die ganze Zeit immer nicht anziehen konnte. Und ich glaube, ich habe auch noch irgendwelche Kisten, Truhen oder sonst irgend sowas. Deswegen bin ich ja mal ganz gespannt und möchte das noch bald erreichen. Aber das, ja, wie gesagt, scheint nicht mehr allzu lange zu dauern. Und dann geht es 10 weitere Level weiter nach oben. Ach, es kann so einfach sein. Ich metzel mich hier einfach so wunderbar durch diese ganzen Fledermäuse durch. Das ist so angenehm. Jetzt kommt ja schon wieder eine von hinten, schon wieder gespawnt oder einfach aus dem Gang gekommen. Ich habe mich vorher so schwer nur mit einer einzigen getan, ja. Und jetzt hier mache ich 2, 3 gleichzeitig und habe überhaupt gar keine Probleme damit. Traumhaft. Es ist wirklich traumhaft.
Ja, da sieht man mal, was das für einen Unterschied macht, ob man nun wirklich gut equipped ist oder eben nicht. Und wie gesagt, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, ob es jetzt wirklich nur diese eine einzige legendäre Waffe gibt, die man nur noch besser machen kann. Oder ob man trotzdem noch welche findet, also ob man was anderes ausrüsten kann. Ich habe fast nicht den Eindruck, aber ich habe auch noch nicht wieder in meinem Inventar nachgeguckt, ob da sich irgendwelche legendären Waffen angesammelt haben. So, ihr zwei. Was ist denn jetzt los? So, nee, die brauchen wir nicht, die kleinen Würmchen. Wir sammeln endlich nach, ich weiß nicht, wie vielen Versuchen unsere Speere ein. Und können auch diese Aufgabe wieder abschließen. So, wir sollen jetzt hier Töpfe mit Honig auffüllen in Limlock. Und ja, ansonsten haben wir ja eigentlich alles gemacht. Dann sollen wir nochmal mit Irsa sprechen, wenn wir alle anderen Aufgaben zurückgebracht haben und den Honig abgefüllt haben. Dann müssen wir sowieso nochmal mit der sprechen, weil irgendeine von diesen Aufgaben war auch von ihr. Die Aufgabe war ja noch gar nicht zu Ende. Wir sollen ja noch nach weiteren Speeren suchen. Aha. Würden sie die Tauchegrim gehören? Okay, was heißt das jetzt? In Schluckenmock auf. Okay, das ist aber wahrscheinlich nicht hier, oder? Nee, ich glaube nicht. Gut. Geht also noch weiter die Aufgabe? Ich dachte, wir wären schon fertig, aber nö. So schnell kommt man hier nicht davon. So, wir sind hier in Schluckmops. Und wir sollen es auch nochmal finden, aber wir sind ja schon da. Bezwingt Waldtrolle dort und ja, machen wir. So, holt Speere von Taurogrim zurück. Ja, ist doch egal von welchem, oder? Ist das jetzt wichtig? Ich glaube, es ist nicht wichtig. Das werden die schon alle haben. Ich hoffe, diese Wurzeln, nee, die verschwinden leider nicht, wenn der Typ tot ist. Schade. Die haben auch ganz schön viele. Können die das alle? Ich hoffe nicht. Ja, ich habe, als ich hier gerade an dem Waglager nochmal vorbeigeritten bekommen, tatsächlich nochmal so eine aufplöppbare Aufgabe bekommen, dass ich doch mal bitte den Oberwag töten soll, den wir ja vorhin schon getötet hatten. Ich meine, ich stand ja schon vor dem, da hatte ich die Aufgabe nicht bekommen. Manchmal ist es etwas seltsam, an welchen speziellen Ort man denn jetzt genau muss, damit irgendwas ausgelöst wird. So, zurück in Limlock sollen wir auch außerdem Honig, auch die Speere in Fässer stecken. Okay, alles klar. Vielleicht nur nicht alle zusammen in ein Fass. Und dann können wir hier hoffentlich wieder Sachen abgeben. So, Fässer für Speere. Ah, okay, in verschiedene. Ja, sieht so aus. Nochmal Fässer für Speere. Wir müssen sowieso gleich nochmal mit Irsa reden. Ich packe erst nochmal den Honig in den Topf. Wer weiß wegen was, ich weiß nicht mehr genau, was ihre Aufgabe für uns hier war bei dieser Dreierrunde. Und zack. Vielleicht gibt es ja sogar noch eine Runde, wer weiß. Ah, da haben wir es. Unser wunderschönes Level. Sprecht mit Runerik Knotbart. Okay, und mit Irsa. Vida ist zurück und hat mir von euren Fähigkeiten im Kampf erzählt. Danke, dass ihr auf ihn aufgepasst habt, Millimak. Ihr seid erleichtert zu hören, dass das Bärenjunges doch Irsas Sohn wieder war. Auf dem Weg zurück nach Limlock wart ihr euch dessen nicht ganz sicher. Eure Freunde haben sich hinter dem Haus versammelt, um den Briefraben loszuschicken. Ihr solltet zu ihnen gehen. Machen wir gleich? Hinter deinem Haus oder hinter wessen Haus? Wir sollen ja auch nochmal mit dem Obertyp da oben reden. Das machen wir nämlich auch nochmal. Ja, also ich finde, inzwischen, wir leveln hier gar nicht mal so schlecht.
You have done as you are told. Wir haben gemacht, was man uns gesagt hat. Sprecht mit Vaskorn. Vaskorn has recovered fully from his injuries and is eager to patrol the line. Ja, Quatsch nicht. So, Vaskorn. Mit dir sollen wir auch nochmal reden. Patrouilliert die Wildnis nahe der weißen Stute. Mann. Begebt euch zu den Zwergen hinter Runeriks Haus, okay. Begebt euch zu irgendwo in Heilignebel, Sundergrot. Ja. Sieht so aus, als ob wir dann vielleicht tatsächlich weiterziehen können. Hi, die Zwerge haben sich versammelt, um Gloin zu beobachten, wie er die Raben losschickt. Seid ihr nun bereit oder nicht? Wieso dauert das so lange? Schaut beim Start der Briefrahmen zu. Auf die Plätze, fertig, los. Botenrabe. Und nu? Sprecht mit Runerik. Mhm. Das war ja spannend. Die Raben wurden losgeschickt. Gut, gut. Runerik runzelt die Stirne in Gedanken verloren. Ich hätte mir die Nachricht anschauen sollen, bevor euer zwergische Freunde sie losgeschickt haben. Ich hoffe, er hat nicht die ganze Kompanie Zwerge hierher bestellt, oder? Vielleicht. Jetzt mehr als gastfreundlich. Aber wenn jetzt eine ganze Kompanie Zwerge nach Limlock kommt, Runerik wird von plötzlichem Lärm hinter dem Haus unterbrochen. Was ist das für ein Radau? Die Gefährten scheinen über etwas nicht sonderlich erfreut zu sein, Millimark. Sprecht mit Gloin hinter Runeriks Haus. Und dafür kriegen wir theoretisch eine Tunika, wenn wir dafür nicht noch 10 Sachen machen müssten. Was jetzt? Die Pest soll sie holen. Sie sind abgeschossen worden, ne? Wir haben ein Problem, Millimark. Als meine Raben in meinem Auftrag über die weiße Stute flogen, wurden sie von Pfeilen beschossen und vom Himmel geholt. Ich weiß nicht, ob einer meiner Vögel diesen Angriff überlebt hat oder ob... Ich muss mich etwas umsetzen. Ob eine der Nachrichten ihr Ziel erreicht. Geht zur weißen Stute nördlich von hier und begebt im Berg die gefallenen Raben. Ihr müsst wissen, welche von ihnen der orkischen Salve zum Opfer fielen. Holt die verletzten Briefraben in der weißen Stute ab. Das passt ja, da sollen wir ja sowieso patrouillieren. Ja, ja, was haben wir denn hier sonst noch? Haben wir hier noch irgendwie großartig mehr Aufgaben? Das und das und das. Nee, diese 4, wunderbar. Die werden mir alle angezeigt. Hervorragend, dann machen wir das doch mal. So, wir sind an der weißen Stute. Es sind keine Spuren von einem Überfalltrupp zu sehen. Nee, den haben wir doch auch schon längst erledigt. Da, verletzter Waka. Armes kleines Rabilein. Aber verletzt ist nicht tot. Ist doch schon mal nicht schlecht. Waka ist am Leben, hat aber einige Federn und eine Menge Blut verloren. Ich glaube, die Raben liegen alle hier irgendwie auf der Ecke. Verletzte Chiala. Chialas Flügel ist gebrochen. Er wurde von einem Pfeil durchbohrt. Sprecht mit Venko am Nordwesten. Er patrouilliert nördlich der weißen Stute. Ja, aber da habe ich doch noch gar nicht fertig gemacht, hier zu patrouillieren. Die Luft ist rein. Das ist einfach nicht wahr. Rein von Raben vielleicht, ja. Wir werden beobachtet. Nein, nicht von Orks. Sie sind im Nordwesten auf der anderen Flussseite. Geht und sieht nach, was sie wollen, Millimark. Das gefällt mir nicht. Konfrontiert die unerwarteten Besucher nordwestlich der weißen Stute auf der anderen Flussseite. Ah, aber das Patrouillieren ist auch hier. Da drüben irgendwo. Ach, Bärchen. Runerik Knurrbart ist euch mit einigen seiner Leute zur weißen Stute gefolgt. Aus welchem Grund? Leben sie noch. Runerik nimmt euch die Raben vorsichtig ab und
riecht an ihren Wunden. Sie sind schwer verletzt und werden sterben, wenn wir sie nicht behandeln. Aber einer der Raben ist... Moment. Ich höre die Feinde schon wieder. Einer der Raben ist den Fallen der Orks entkommen und konnte seine Nachricht überbringen, nicht wahr? Erlischt damit euer Interesse an diesen armen Kreaturen? Sie sind euch nicht mehr von Nutzen. Schiebt ihr sie also einfach beiseite? Das habe ich doch überhaupt nicht behauptet. Ihr stellt klar, dass ihr Hjala und Vaka retten wollt, wenn es möglich ist. Wenn das stimmt, dann sammelt etwas von einer Pflanze, die wir Flutkraut nennen. Sie wächst an den Ufern des Flusses und Ströme bei den Flutfelsen und sie besitzt eine heilsame Wirkung, die die Raben retten könnte. Sammelt außerdem ein paar der nicht verschossenen Pfeile der Orks ein. Meine Frau wird sich in Limlock genauer anschauen. Vielleicht kann sie etwas herausfinden, das uns bei der Behandlung der Raben hilft. Okay, mir hängt schon wieder irgendwas im Hals. Aber hier war doch auch irgendwo... Genau, der Überfalltrupp ist nirgendwo zu sehen. Sprecht mit Vaskorn. Schon wieder. Meine Güte. So. Das machen wir noch. Ich glaube, alles andere vertagen wir. Denn ich glaube, wir haben schon wieder echt eine ganze Menge gemacht. Und machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Mehr als ein Level pro Folge muss ja auch nicht sein. Haust du mal ab, du dummer Ork. Keep a hushed tone about you. Oh nein, ich wollte jetzt nicht reisen. Mist, ich lese immer nicht, wenn es kein Epos ist. Verdammt. Findet und bezwingt Kielbark, bezwingt den Strohskopf. Vaskorn muss überleben. Na toll. Quickly now. Seid leise und bleibt unten. Boah, ist ja auch voll der direkteste Weg, wa? Sag mal. Na, wenn du weißt, wo du lang willst, sag Bescheid. Aha, hier ist doch schon mal... Oh, der ist aber groß. Ist das nicht der, den wir vorhin schon mal besiegt haben? Der scheint kein Beorninger zu sein, sonst hätte er sich vermutlich schon mal verwandelt. So, den dicken haben wir schon mal. Ist das der Stoßtrupp oder kommen da noch mehr? Okay. Sind siegreich und Limlock ist vorerst sicher. Na, das war ja nicht so schwierig. Dann ist ja alles gut. Dann können wir ja bei unserem Vorhaben bleiben und den Rest beim nächsten Mal erledigen. Nein, was? Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal machen. Manu, du Idiot. Sprecht mit Runre Knotbart. Kriege ich dann endlich mal meine Klamotte? Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal machen, ey. Das gibt's doch wohl nicht. Ihr spinnt doch. Mercedes, so darf man sich echt nennen? Hätte ich nicht gedacht. Beweglichkeit, Vitalität, physische Beherrschung und was war es noch? Kritische Treffer, also ziemlich cool. Beweglichkeit, Schadensreduzierung, auch nicht schlecht. Ich glaube, den finde ich besser. Guckt euch an, 12.400 kritische Treffer. Nicht schlecht. Ja, wir müssen unbedingt auch nochmal 130 werden. Reist nach Tovist und Heilignebel. Ja, ja, können wir machen. Wie gesagt, wir machen den Rest dann ein andern Mal, denn an dieser Stelle ist diese Folge für heute zu Ende. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann. Ciao, ciao.